Verkaufsoffenes Wochenende mit umfangreicher Werksberatung im Möbelzentrum Großräschen. Vom 30. Januar bis 1. Februar. Mit sensationellen Vorteilen. Je 1.000 Euro Einkaufswert bekommen Sie 300 Euro geschenkt. Und zusätzlich sogar die 0% Finanzierung. Bis zu 50% auf Küchenbestellungen. Verwenden Sie dazu unsere Küchensonderfinanzierung. Nutzen Sie auch unsere kostenlose Lieferung, Montage und Entsorgung Ihrer alten Möbel. Tolles Programm zum verkaufsoffenen Einkaufswochenende. Mit Spaß für die Kleinen beim Kinderschminken, Bratwurst und kalte Getränke zum Sonderpreis. Möbelzentrum Großräschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Werbung im Elsterwelle Fernsehen. Jetzt noch günstiger. 2:1 ist das Motto im Februar. Das heißt, 2 Wochen werben und nur eine bezahlen. Sie können so weit mehr als 60.000 Ihrer Kunden in Kamenz, Bernsdorf, Bergen, Laubusch, Schwarzkolm und der Stadt Hoyerswerda mehrmals täglich erreichen. Anruf genügt. 03571 42540. Hoyerswerda 42540. Elsterwelle. Wir bringen Sie ins Fernsehen. Bei uns finden Sie die größte Teppichauswahl in der Lausitz. Teppichwelt Hoyerswerda. Egal ob Teppich, Bodenbelag oder Auswegware. Wir liefern kostenlos bis 30 Kilometer. Unser Fachpersonal steht Ihnen beim Verlegen und Ketteln mit Rat und Tat zur Seite. Sämtliches Zubehör zum Dekorieren Ihrer Fenster finden Sie in der Gardinenausstellung, einschließlich Nähservice. Neu ins Sortiment aufgenommen die Matratzenabteilung. Von Federkern bis Kaltschaum sind diese in allen Standardgrößen erhältlich. Die Lieferung und die Entsorgung der alten Matratzen ist kostenlos. Teppichwelt Hoyerswerda, Nähe Kaufland. Schauen Sie doch mal rein. Drehscheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Schönen guten Abend zur Drehscheibe am Freitag, dem 30. Januar. Deutschland hat im vergangenen Jahr etwa 200.000 Asylbewerber aufgenommen. 5% von ihnen muss Sachsen unterbringen. In Leipzig entsteht dafür jetzt ein neues Erstaufnahmelager in einem ehemaligen Lehrlings- und Studentenwohnheim. Damit soll das Erstaufnahmelager in Chemnitz entlastet werden. In der Landeshauptstadt Dresden sind 12 neue Übergangswohnheime geplant. Das erste öffnet nächste Woche. Bereits heute hat die Stadt Anwohner zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Dresden übernimmt von den etwa 10.000 Asylbewerbern in Sachsen einen Anteil von 13%. Eines der 12 neuen Flüchtlingswohnheime wurde jetzt auf der Taranter Straße in Dresden-Löbtau mit einem Tag der offenen Tür den Dresdnern vorgestellt. Wir haben hier die Möglichkeit, dass im Regelfall eben pro Zimmer 3 Personen untergebracht werden, aufgrund der Rahmenbedingungen, die dort notwendig sind. Mindestens 6 Quadratmeter pro Person, zweckmäßig eingerichtet, Tisch, Stuhl, Schrank und Betten sind zu sehen. Auch eine kleine Küche, Sanitäreinrichtung. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Ich bin auch froh, dass wir so eine Einrichtung haben, die jetzt nicht so groß ist. Hier werden ja 40 Personen maximal untergebracht, sodass man das von der Betreuung auch sehr individuell gestalten kann. Und dass es dort, denke ich, auch ein gutes Miteinander, insbesondere auch mit den Anwohnern gibt, da das die Einrichtung ja hier quasi mitten im Kiez ist. Schon im Februar sollen die ersten Flüchtlinge das Wohnheim beziehen. Was steht an? In der Regel stehen viele Behördengänge an.
dass sie sich bei der Ausländerbehörde zu melden haben oder zum Sozialamt gehen, um Leistungen entgegenzunehmen oder zu beantragen. Das ist, denke ich, erstmal der Alltag. All das, was so zum Leben gehört, auch von der Verwaltungsseite her sicherzustellen. Dann werden sie, denke ich, auch schauen, je nachdem, wie die Interessenlage ist, inwieweit sie in einen freiwilligen Deutschkurs kommen. Deshalb freiwillig, weil Deutschkurse für Asylsuchende keine gesetzliche Vorschrift sind. Neben der räumlichen Einrichtung wurde auch an ein Sicherungskonzept gedacht. Also es wird so sein, dass hier tagsüber immer 8 Stunden zur normalen Arbeitszeit ein Heimleiter anwesend sein wird. Es ist derzeit geplant zwischen 22 und 4 Uhr, also über Nacht, dass dort ein Wachschutz mit unterwegs ist und in diesem Heim mit da ist, sodass eigentlich fast rund um die Uhr, nicht ganz, aber zumindest in der Nacht und auch tagsüber Ansprechpartner vor Ort sind. Ansonsten gibt es auch immer Möglichkeiten, dass es Telefonnummern gibt, sowohl die Anwohner, die diese kennen, die also im Umfeld wohnen, aber auch was die Polizei angeht, was das Netzwerk angeht, dass man also relativ unkompliziert, wenn Fragestellungen sind, auch immer denjenigen erreicht, der dann auch eine Antwort geben kann oder sich dann weiter dafür einsetzen kann, dass vielleicht eine Problemstellung auch geklärt wird. Bei den Anwohnern scheint die Besichtigung des Heims auf positive Resonanz zu stoßen. Das ist schön, das hätten sie müssen schon ein bisschen eher mal machen. Na, dass man, sonst wurde man ja gleich vor vollendete Tatsache gestellt. Aber ich finde das schön. Und wie das auch gemacht ist alles hier, die Einrichtung, ist alles okay. Schon Ende Februar sollen die nächsten Übergangswohnheime in Betrieb genommen werden. Allerdings haben erste Anwohner Widersprüche und Klagen in Aussicht gestellt. Mehr aktuelle Meldungen des Tages erfahren Sie gleich bei uns in den Nachrichten. Also bleiben Sie dran. Jetzt Karrierechancen nutzen und beruflich fortbilden zum Bilanzbuchhalter oder zum Fachwirt im Sozial- und Gesundheitswesen mit IHK-Abschluss. Informieren und bewerben an der Konrad-Zuse-Akademie Hoyerswerda, Telefon 20 90 65 und im Netz unter zusack.de. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Seitdem ich das Knobi Vital nehme, bin ich schmerzfrei. Selbst die Ärzte waren da total von dem Sogi. Es ist, hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. In Dresden wurde heute der Auftakt zum Ausstellungsjahr 500 Jahre Reformation gefeiert. Eine nationale Sonderausstellung auf Schloss Hartenfels in Torgau informiert von Mai bis Oktober über Luther und die Fürsten. Die Ausstellung entsteht in Kooperation mit den staatlichen Kunstsammlungen Dresden, dem Landkreis Nordsachsen und der Stadt Torgau. Im Dresdner Residenzschloss wurde dafür heute der Kooperationsvertrag zum Begleitprogramm in Anwesenheit von Wissenschaftsministerin Stange unterzeichnet. Mehr Nachrichten des Tages sehen Sie jetzt im Überblick. Die Kramenzer Stadtbibliothek trägt seit Donnerstagabend wieder den Namen Gotthold Ephraim Lessing. Der Dichter ist 1729 in der Stadt geboren worden. Die Einrichtung hieß von 1945 bis 1994 bereits Lessing-Bibliothek. Es ist aber nicht mehr genau nachvollziehbar, warum der Titel aufgegeben wurde, erklärt Kramenz Oberbürgermeister Roland Danz. Anlass der Wiederernennung sind die 50. Lessing-Tage. Die Lebensräume Wackelzahnparty fand am Freitag im Nachbarschaftstreff Grüner Hain statt. Ein großes Vergnügen mit Spaß und Spiel und Clown Jochen. Zur Wackelzahntorte gab es Kakao für die Kleinen und Kaffee für die Mama. Dabei waren Kinder mit ihren Eltern, die sie nach der Geburt bei der Genossenschaft angemeldet hatten. Die Lebensräume schenken den Steppkes 100 Euro und legen sie an. Nach 6 Jahren gibt's die Wackelzahnparty und das Geld plus Zinsen. Auch in diesem Jahr ist die Aktion noch aktuell.
Zur Verkehrsbehinderung kommt es am Montagmorgen am Kreisverkehr in der Hoyerswerda-Külzstraße. Zwischen 8 und 9 Uhr wird dort ein Gerüst zur Reparatur des Werbepylon aufgebaut, informiert die Stadtverwaltung. Umgeleitet wird über die Straße des Friedens. Zur Baustelle an der Hoyerswerda-Ziolkowski-Straße musste die Polizei erneut ausrücken. In der Nacht zum Donnerstag wurden dort etwa 1 Kilometer Kupferkabel und Werkzeuge gestohlen. Vom Außengelände der Baustelle nahmen die Täter zudem noch 30 Meter Kupferleitungsschrott mit. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.600 Euro. Bei einem Unfall in Bernsdorf sind am Donnerstag 2 Personen verletzt worden. Ein 41-Jähriger wollte von der B97 auf die Kamenzer Straße einbiegen und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Mitsubishi zusammen. Der Schaden wird von der Polizei mit 6.000 Euro angegeben. Zoo und Schloss Hoyerswerda bieten in den Winterferien eine Themenwoche an. Vom 16. bis 20. Februar steht jeden Tag ein anderes Tier im Mittelpunkt. Das Programm ist geeignet für Kinder ab 6 Jahren. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 03571 60 35 30. Zum Handball. Der LAV Hoyerswerda fährt am Samstag zum TSV Radeburg. Die Hinrunde gegen den jetzt Tabellenvierten ging unentschieden aus. Der HVH Kamenz trifft am Sonntag in heimischer Halle auf Kuhnewalde. Anwurf im beruflichen Schulzentrum ist 17 Uhr. Die Damen des Hoyerswerda Sportclubs haben spielfrei. Der Dresdner Reisemarkt findet noch bis Sonntag in der Messe Dresden statt. Auf einer der größten Touristikmessen Ostdeutschlands präsentieren sich Aussteller aus aller Welt mit ihren Urlaubsangeboten. Von Reisen ins Nachbarland Tschechien bis zu Husky-Touren in Alaska. Internationaler Partner der Messe ist in diesem Jahr Südtirol. Partnerregion die Oberlausitz. Zahlreiche Besucher machten sich schon am Freitag auf die Suche nach einem geeigneten Reiseziel. Viele interessierten sich auch für Angebote aus der Region, wie dem Lausitzer Seenland oder dem Erzgebirge. Geöffnet hat der Dresdner Reisemarkt am Wochenende jeweils von 10 bis 18 Uhr. Der Januar verabschiedet sich mit trübem Wetter. Vom Winter haben wir bisher wenig gesehen. Wie das Wetter am Wochenende wird, erfahren Sie gleich bei uns. Was meinst du Schönes? Das bin ich. Und das ist die Mama. Und das hier ist der Mann, den wir auf das besuchen. Der Mann? Klar. Der weiß, was sie braucht, hat sie gesagt. Mhm. Und die Zukunft planen sie auch zusammen. Guter Mann. Nur wer sie gut kennt, kann ihre finanzielle Zukunft gestalten. Das Sparkassenfinanzkonzept. Der Dreivierteltag dürfte für meine Kollegen Sophia Mattes und Christian Kaiser inzwischen kein Problem mehr sein. Der Semper-Opernball feiert heute sein 10. Jubiläum und die beiden Halbzeit. Seit 5 Jahren sind sie mittlerweile am roten Teppich für sie unterwegs und interviewen die Stars und Sternchen. Welche Stars ihnen in dieser Zeit über den Weg gelaufen sind, das haben wir für sie mal zusammengestellt. Auf wen freust du dich besonders? Ich freue mich besonders auf Peter Maffay, der kommt. Ja. Dann Latoya Jackson, die Schwester von Michael Jackson. Und Jose Carreras ist auch da, auch noch viele andere. I am so excited because I thought this building was the most beautiful thing I had ever seen. And I didn't go inside. So tonight I get to go inside with Mr. Bright. Are you going to dance? No. Wer ist denn heute Ihr Tanzpartner? Ich habe schon viele Anmeldungen. Ich dachte schon, vielleicht muss man sich ein Kärtchen geben lassen, um es auch immer wieder zu füllen. Leider so knapp, jetzt hat sie sich extra im Flugzeug umgezogen. Ich finde das so lieb und unkompliziert. Wer macht denn sowas schon? Der Filmpreis wird morgen verliehen, aber die Semperoper, die geht natürlich vor. Wenn es drinnen nichts zu essen gibt, kann man draußen schon Thüringer Bratwurst kaufen. Das finde ich wunderbar. Also ich hatte vorhin eine Hochsteckfrisur. Die war dann nach dem ersten Peter Kraus-Song dahin. Heute nicht mit dem Ball, sondern mit Ballkleid. Ja, es ist ja klar, dass wir uns immer wieder freuen, wenn es mal eine andere Plattform gibt. Was ist einfacher, Gewichte heben oder Walzer?
Eigentlich Walzer tanzen, weil Gewicht ist mir schon schwer. Ah ja, sehr schön, also wirklich sehr schön. Also gerade hier dieser ganze Platz, es sieht aus wie früher. Ich freue mich natürlich darüber, dass ich meine Frau begleiten darf, die sich halt dafür einsetzt, dass auch bei solchen Anlässen etwas Gutes getan wird für die, die es bitter nötig haben. Die Bühne gerockt und bist deshalb natürlich noch ein bisschen außer Atem. Es wäre mir sehr wichtig, wenn wir das dazu sagen könnten. Ja, auf alle Fälle. Aber du hast dich auch richtig angestrengt und hast wirklich das Publikum. Wir haben alle Abtemponummern, die es im Programm gibt, jetzt gemacht. Okay. Und ich hoffe, sie konnten ein bisschen tanzen. Ich fand toll, dass die Männer geblieben sind, weil es ging schon viel gegen die Männer. Aber das war ein bisschen bewusst, sonst wird es für mich so langweilig. Aufregung. Kannst du das verstehen? Nee, ich kann das gar nicht verstehen, weil Tatsache ist, ich wurde ja hierher eingeladen und ich mache ja niemandem was. Also den einzigen Skandal, den ich bieten kann, ist mein Rücken. Heiß. War es auch schon wieder. Es ist immer sehr schön, wenn jemand einen Preis für was für deine Arbeit. Mein Deutsch ist nicht sehr gut, okay? Es ist schön, sehr schön. Im Moment verstößt du ja ein bisschen gegen die Kleiderordnung, weil eigentlich sind ja bodenlange Kleiderpflicht. Ich hatte aber auch ein bodenlanges an. Ich habe ja extra dann mich nochmal umgezogen, damit man auch mal so zwei Varianten sieht. Die Semperoper und der Theaterplatz haben sich für die Weihnacht des Jahres wieder verwandelt. Dresden will verzaubern, so das Motto des 8. Dresdner Semperopernballs 2013. Hier wird ja schon richtig gefeiert und mitgesungen. Ja, das tue ich immer. Schöne Stimmung, schöne Musik, schöne Stimmung. Das ist Sauwetter. Was machst du jetzt hier? Ich filme. Hast du einen Videopodcast? Ich wollte einmal im Leben die Zuschauer von Brisant miterleben lassen, wie es ist, geinterviewt zu werden. Vom Walzer tanzen kann man keine Punkte bekommen. Das haben wir noch nicht geregelt. Das stimmt, wir werden es auch nicht regeln. It's very hard. Wie gentlemen. Das beste Publikum. Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend, liebe Dresdner. Wir sind wieder mit dabei beim 9. Dresdner Semperopernball und diesmal wird Dresden getreu dem Motto glitzern. Ein Brillant gefunden. Glitzersteinchen, passend zum Motto. Millionär geworden. Ich freue mich sehr, in Dresden zu sein. Ich muss sagen, die Dresdner sind sehr herzlich und haben mich auch mit großer Freude auch empfangen. Dankeschön. Nicht tanzen, nur zuschauen. Looking, yes. Ja, ich schaue I've zu. Getanzt habe ich in Enough. Filmen schon genug. Jetzt aber mal sagen, er wehrt sich. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht, dass der Tommy so scheu ist. Ich werde immer falsch eingeordnet. Ich bin ein intellektueller, öffentlich-rechtlicher, verkannter Nachwuchsstar, der irgendwo sich nicht so richtig rauskommt. Ja, also ich finde es ganz toll, dass Udo Jürgens den Georgsorden bekommt. Also ich meine, der hat wirklich sein Leben der Musik verschrieben und hat Millionen von Menschen erfreut sein Leben lang und er hat das wirklich verdient. Merci. Kinder bis 12 Jahre sind am Samstag zum Sport- und Probetag in die Turnhalle des Evangelischen Gymnasiums Johanneum in Hoyerswerda eingeladen. Geöffnet ist von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr. Bitte die Turnschuhe nicht vergessen. Der Winterspielplatz der Kulturfabrik in der Mannstraße 35 in Hoyerswerda hat am Samstag und Sonntag in der Zeit von 14 bis 18 Uhr geöffnet. In der Studiobühne des Theaters Senftenberg wird am Samstagabend William Shakespeares Romeo und Julia aufgeführt. Los geht's 19.30 Uhr. Der Irish Pub Black Raven in Hoyerswerda lädt am Samstag zu Live-Musik von Folk bis Rock mit dem Berliner Duo Sander van Flint ein. Los geht's 21 Uhr, der Eintritt ist frei. Verkaufsoffener Sonntag ist an diesem Wochenende im Möbelzentrum Groß Rehschen direkt an der B96. Dabei sind Hersteller vor Ort, es gibt Werksberatungen und zahlreiche Sonderangebote. Geöffnet ist von 10 bis 18 Uhr, Verkauf ab 13 Uhr. Alle Bauherren oder die es werden wollen, lädt die Firma Süber am Sonntag von 13 bis 16 Uhr zum Schautag in das Musterhaus in den Anne-Frank-Weg 1 in der Hoyerswerda Altstadt ein. Und im Blow-Up-Kino der Hoyerswerda Kulturfabrik läuft am Sonntag der Streifen einer nach dem anderen. Vorstellungsbeginn ist 20 Uhr.
Nachts dichte Wolken und gebietsweise Schneefall mit Glätte, später einige Auflockerungen, Tiefstwerte minus 1 bis minus 4 Grad. Am Samstag Wechsel von dichten Wolken und Auflockerungen, anfangs noch etwas Schnee, später meist trocken bei 1 bis 3 Grad. Am Sonntag neben dichten Wolken auch einige freundliche Abschnitte mit Sonnenschein. Das war die Drehscheibe für Freitag. Am Wochenende sehen Sie bei uns unter anderem 7 Tage Sachsen. Unser Team wünscht Ihnen ein angenehmes Wochenende. Bis Montag.